Hey, Schaui, alles klar? Ich komme immer nicht drüber weg. Okay. Hier ist der und hier. This is it. I just need to place the disc in the opening, just like in the picture. Alles klar. Notiz aus einem Spind. Ein Teil des Textes ist unsichtbar. Wie schaffe ich es nur, es lesbar zu machen? Über die Geschehnisse der Nacht wird bei Tageslicht gerichtet. Was die Dunkelheit nicht preisgibt, wird vom Schein des Lichtes offenbart. Hallo? Okay. Gegenstand wurde ins Inventar. Wir brauchen Tageslicht. Wahrscheinlich ist das der Code hierfür. Aha. Und irgendwie müssen wir es einstellen. Tageslicht. Wir brauchen Tageslicht. Mal sehen. Löse das Rätsel beim Kamin. Noch ein Geheimnis. Ein versteckter Raum in unserem Haus. Okay. Ah ja. Nein. 1864 AD. 1864. Wahrscheinlich müssen wir 1865. Wo haben wir denn 1864. Und dann wahrscheinlich AD. A und D. Achso, aber das Innere können wir nicht lösen. Muss A vielleicht auf D sein? That number sequence isn't random. Ah. Verstehe. Verstehe. Das A muss oben sein, denke ich mal. Wo ist denn das A? Bin ich jetzt doof? Da vorne. Da kommt es doch. AD. Und jetzt auf 1864. Wo ist es denn? 1864. Ah, ich kann das bewegen. Warte mal. Muss das vielleicht hier hin? Das 1864 muss oben stehen. 1864. Und jetzt das A. AD. Ja. Ein weiterer Code. Looks like a set of dates. Each corresponds to one letter. CMNDTI. Okay, 18 plus C. Ah ja, da müssen wir was lösen. 1773 plus C. Hm. 1773 plus C. Haben wir ein E? Ja, haben wir auch. Versuchen wir das mal. E 1823 plus M. Dann müssen wir es wahrscheinlich auf M stellen. Na. Es ist schwierig, das zu bewegen hier, das Ding. M. Und da jetzt auf 1823. Dann G. G, ne? E, G. Dann müssen wir es auf N stellen. Und 1410.
If I can find the letters associated with the dates and arrange them into a word, the cipher will be Ego. Broken. Ego? Können wir Ego einstellen? Na, war das E? Haben wir hier ein G? Ah, das können wir schon mal einstellen. Ego. Okay, 13 plus D. Das ist 1307. Dann hätten wir hier Egoist. Egoist. Oder Egoism. Bingo. Egoismus. Egoismus. Okay, ein Safe. Ah, Reichsapfel. Das ist nicht nur irgendein Schmuckstück. Es sieht aus, als würde es irgendwo hineinpassen. Jetzt haben wir aber auch lange dran gesessen. Ja, beim Jesus, würde ich mal sagen. The gate of hell. I don't get it. I don't think I'm going to. I hid in there, in our house. Dachboden. Ein weiterer Teil des Dachbodens. What was that cursed place? What do all those words and symbols mean? Die Bibelverse. Durchsuche das Zimmer von Nicholas. Aha. Alle, denen ich begegnet, haben zwei Gesichter. Eins ist menschlich, das andere die Bestie. Wir beide haben durch das Loch in der Wand mit angesehen, was Vater dieser Frau angetan hat. Ist das die, die wir vielleicht in der Höhle gefunden haben? Lügner, Diebe, Mörder, Fälscher, Monster, Sadisten. Er und ich. Hat sich nie gefragt, warum man hier das Fenster sieht. Ich reise weite Strecken, ohne mich je von der Stelle zu bewegen. Okay, ein Brief. Ist wahrscheinlich die nächste Seite, aber ich gucke doch mal hier rein. Die nächste Tagebuchseite vermutlich. The man in the mask. Now I know who he is. Was ist das? Öffne die Haustür. Okay. Someone's at the door. Aber es ist keiner da. Der Agent. Okay. Kapitel 10. Ich weiß jetzt, wer der Mann mit der Maske ist. Die Wahrheit offenbart sich mir. Als er mir erneut zu Hilfe kam, es ist mein Vater. Als der Detektiv starb, verwandelte er sich in ein eisiges Phantom und brachte mich an den Rand des Todes. Die Kälte versenkte mir die Hände und das Gesicht. Eiszapfen bahnten sich einen Weg durch zu meinem Herzen. Doch mein Vater, sein Antlitz hinter der Maske und Zylinder verborgen, rettete mich. Erneut in letzter Sekunde. Einem Geiste gleich taucht er auf und verschwindet wieder. Heißt das, er weilt wie die anderen nicht mehr unter den Lebenden? Und versucht er jetzt, mich vom Jenseits aus zu beschützen? Ich hätte ihn schon eher erkennen müssen. Seine Kleidung, sein Zylinder. Er war der Fluch meines Daseins, als er noch lebte. Warum ist er jetzt also auf meiner Seite, vermutlich? Wir müssen die Note wieder drin haben. Wir gucken gleich. Ah ja. Tageslicht. Was ist der Mann in der Maske? Kapitel 10. It's him. Ein unsinkbares Geheimnis. My father. Why is he protecting me? What is he trying to tell me? Tja. So.
Und versucht er jetzt, mich vom Jenseits aus zu beschützen? Ich hätte ihn schon erkennen müssen. Seine Kleidung, sein Zylinder. Er war der Fluch meines Daseins, als er noch lebte. Warum ist er jetzt also auf meiner Seite? Je mehr ich entdecke, desto weniger verstehe ich. Tja, ich glaube, wir stehen gerade alle immer noch, tappen wir immer noch im Dunkeln. Aber hier gibt es noch einiges zu entdecken. Was? Oh. Ein Minenarbeiter vermutlich. Was ist das? Anschauen. Zigarettenetui mit Gravur. Hier fand Gilman also den Tod. Es ist ihm nie gelungen, Maria zu treffen, welche Beweise sie auch hatte. Er bekam sie nie zu Gesicht. Z. Walter Gilman. Ach, das war der Detektiv. Alles klar. Platsch, weg ist es. Letzte Notiz des Detektivs. Er hat sich in der Mine verirrt und ist gestorben, bevor er mit Maria reden konnte. Wenn sie im Sumpf lebt, kann er ihr einen Besuch abstatten. Es ist nicht weit von hier. Es ist jemand hier. Jemand ist mir in die Mine gefolgt. Hoffentlich kann ich ihn abschütteln. Diese Mine gleicht einem Labyrinth. Man kann hier leicht die Orientierung verlieren. Sobald ich hier rausfinde, werde ich Maria besuchen. Sie sagte mir, dass sie in einer Hütte am Flussufer unweit des Sumpfes lebt. What secret of the hide? What did we hide? What did we hide? Out at night. But what? And where? I don't get it. What does it have to do with the missing people and the accident? I must talk to that woman. Especially since the detective couldn't write down her testimony. It's been 10 years. I hope she's still alive. Ja, hoffentlich ist das nicht die Frau, die wir tot in der Höhle gefunden haben. Gut. Okay. Gucken wir mal, ob wir hier rauskommen, ne? Schön, dass immer noch Licht hier ist. Okay, ich denke, da müssen wir raus. Ah, Loot. Loot. Es tut so gut. Wir können auch mal ein bisschen nachladen hier. Guck mal. Da mussten wir lang. Yeah, wir kommen raus. Hoffentlich. Okay, bahne dir einen Weg durch den Sumpf zu Marias Haus. Ich hoffe, der Sumpf ist nicht wieder so gruselig. Das ist ein Horrorspiel. Natürlich ist der gruselig. Ich glaube, ich weiß, wo wir ungefähr sind. Wir waren hier schon mal, oder? So ein schöner Sternenhimmel. Sümpfe. Ich erinnere mich gerade an The Land of Pain. Da mussten wir auch durch so einen Sumpf rennen. Tolle Sümpfe. Okay. Oh, ist das ein schöner Mond. Sieh ihn dir an. Ich glaube, hier geht's nicht weiter. Wir müssen, denke ich mal, immer dem Licht folgen. Mama! Ich gehe mal hier drüber. Again, I can hear someone who's not here. It must be the woman who wrote to the detective, Maria. Ich spring da besser drüber. Ja, das ist mir nicht geheuer.
Sehr schön. Cool. Sehr schön. Finde ich immer gut, wenn da wirklich was drin liegt. Wir sammeln. Und sammeln. Und sammeln. Na, geht schon auf. Noch aufer. Dankeschön. Da sind wir rausgekommen.